Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinhörers. Und zwar heute zu einem Set von Kurbi. Und natürlich, das ist nicht das Mega-Set, was ich euch hier zeige. Aber ich habe euch doch schon mal gezeigt, dass es von Sluban ein Set für 3 Euro gibt. Habe euch das vorgestellt mit der Frage, was bekommt man denn für 3 Euro von Sluban? Habe euch auch schon von Sluban ein 4-Euro-Set gezeigt mit der Frage, was bekommt man denn von Sluban für 4 Euro? Das war ja damals der Hotdog-Stand, den man mit in die Mini-Stadt stellen kann. Aber es gibt auch von Kurbi eine Preisansage. Auch von denen gibt es ein Sortiment für den kleinen Geldbeutel. Und das sind wirklich diese Mini-Small-Army-Teile hier. Da seht ihr auch hier hinten, was es dort alles gibt. Da gibt es zum Beispiel den AAT-Vehicle Desert und Chang. Da gibt es den LAV-2, den ich auch noch habe, den Abrahams, den Wardy, den T-54 und den Crab. Das sind natürlich sehr schemenhafte Modelle, wahrscheinlich sehr gut zum Spielen geeignet, auch für die Kleinsten. Ich denke, das wird sehr schön kompakt sein und halten. Und ich bin mal gespannt, ob das auch mal für den kleinen Geldbeutel ein Kobi-Modell ist, bei dem man Kobi-Qualität hat und mit dem man Spaß hat. Das ist das, was ich hier rausfinden will mit diesem Test und mit dieser Review. Und ich würde sagen, das werden wir auch schaffen. Und ich wünsche euch auch viel, viel, viel Spaß bei diesem Video. Und ich werde das Teil jetzt bauen. Ich denke, Zwischenschritte braucht man bei so einem kleinen Set nicht machen, das wäre Quatsch. Und dann sage ich einfach mal meine Meinung dazu, was ich von diesen Small Army, also von den ganz kleinen Small Army Teilen halte. Und ich meine, 62 Teile für 4 Euro, vielleicht kann man das ja auch ein bisschen ausschlachten und dann mal für die großen Modelle nutzen. Warum denn eigentlich auch nicht? Ich denke, ihr seid alle so gespannt wie ich. Ich habe jetzt schon mal die Packung vom M1126 Striker ICV aufgemacht. Das ist übrigens die Setnummer 2242, das habe ich ganz vergessen euch zu sagen. Schande über mein Haupt. Und ich muss sagen, das ist echt niedlich, was wir hier haben. Wir haben 3 kleine Tüten mit Teilen. Die schauen wir uns auf jeden Fall dann auch noch an, wenn ich es gebaut habe, wie die Teilequalität war. Und wir haben hier die kleinste Kobi-Anleitung, die ich je in einem Kobi-Set gesehen habe. Also zum Vergleich, wie groß die Anleitung ist. Das ist eine 2x4er Lego Plate. Und ich meine, wir wissen, die ist nicht riesig. Und so klein ist auch diese süße Anleitung. Wenn wir die aufmachen, sie ist trotzdem genauso wertig gestaltet wie jede andere Kobi-Anleitung. Das lassen sie sich nicht nehmen. Es ist gedruckt in der EU. Das Set ist hergestellt in der EU, wie wir das von Kobi kennen. Kobi-typisch haben wir auch wieder ausgegraute Bauschritte, die wir schon gemacht haben. Und das, was gebaut wird, ist in Farbe dargestellt. Das kennen wir alles. Wir haben jetzt insgesamt 14 Bauschritte. Das wird relativ schnell gehen. Und dann, wie gesagt, baue ich es jetzt und ich wünsche euch einfach viel, viel, viel Spaß. Ja, und da haben wir auch schon den süßen kleinen M1126 Striker ICV. Und ich weiß, natürlich ist der nicht groß. Aber wenn wir ihn jetzt mal größenverhältnismäßig mit dem 3-Euro-Set von Sluban vergleichen, sehen wir, das nimmt sich dann nicht viel. Wir stellen die mal nebeneinander, die zwei guten. Ja? Nimmt sich da nicht viel, ist größentechnisch dasselbe. Jetzt haben wir aber einige Vorteile. Und zwar muss man nämlich sagen, dass dieses gute Stück hier vollständig aus Standardteilen gebaut ist. In diesem Fahrzeug bzw. in diesem Panzer ist nichts an Formteilen verbaut. In diesem Auto hier ist so gut wie alles aus Formteilen. Dementsprechend kriegt das schon mal einen Pluspunkt. Aussehenstechnisch muss man natürlich drüber streiten. Ich meine, es ist ein Panzer, der sehr grob gebaut ist. Er ist sehr klein. Nochmal größenverhältnismäßig einmal in Lego-Sprache. 2x4 Brick, ungefähr zweimal. Und in Sprache, wo wir alle verstehen, 7,5 cm lang und 5 cm hoch das gute Stück. Und dann ist er auch ungefähr 5 cm breit. Dann haben wir natürlich hier nicht sehr viele Spielfeatures, logischerweise bei der Teileanzahl, außer ein kleines süßes drehbares Geschütz, was, sag ich mal, völlig ausreichend ist. Und natürlich, dass es schön fahren kann. Und das Fahren funktioniert wirklich gut. Die Teile von Kobi wie immer in einer grandiosen Qualität. Keine Probleme beim Bauen, keine Kratzer auf den Teilen, nur die Angusspunkte, die leider auch hier mal wieder eine Stelle haben, wo man sie nicht wegdrehen kann. Und zwar hier vorne. Die muss man so ranbauen und da hast du aber leider hier die Angusspunkte relativ deutlich. Das ist das altbekannte Kobi-Problem, das einzigste Problem, was Kobi so richtig hat. Schade, dass sie es nicht so richtig in den Griff bekommen, aber es ist trotzdem natürlich nicht schlimm, weil sonst ist die Teilequalität einfach hervorragend. Wenn wir auch zum Beispiel diese 2x2 Fliese hier anschauen, das ist wunderschön. Das sind hier wirklich die Erhebungen, das ist wirklich so gegossen. Und dann selbst in einem 3-Euro-Set, bitte spitzt jetzt die Ohren, in einem 3-Euro-Set, was komplett in der EU hergestellt wurde, schafft es Kobi, Drucke hinzubringen.
In diesem Set gibt es keine Sticker. Dieses Teil ist bedruckt und auch die zwei Leuchter hier vorne sind bedruckt. Es ist kein Sticker hier drin. Und das muss man einfach sagen, das ist natürlich einfach unglaublich, wenn man da mal Lego anhört, die sich dann rechtfertigen, das Set ist ja so billig, da können wir nur mit Stickern arbeiten. Nein, schaut euch das hier von Kobi an, 3 Euro. Ist doch der Hammer, oder? Da muss ich auch sagen, das war ein super Preis bei Taschengelddieb. Mal kosten sie 3,99, hier haben sie 3 Euro gekostet. Aber dafür kann ich es jedem empfehlen. Jeder, der nicht so viel Geld hat, um jetzt zur größeren Small Army Collection zu greifen, wie zum Beispiel den Panzern von der Small Army Collection. Und jeder, der nicht so viel Geld hat, um sich wirklich die großen Panzer zu leisten, die 500, 600 Teile Panzer. Aber er möchte, dass sein Kind ein bisschen was zum Spielen hat und findet es eben auch nicht verwerflich, dass es mit solchen Kriegsmodellen spielt. Oder das Kind wünsche ich selber. Gibt's ja auch. Meistens dann werdet ihr wahrscheinlich auch bloß sowas kaufen. Dann gerne hier hingreifen. 62 Teile, natürlich ist der Bauspaß dann nicht immens, das dauert 10 Minuten, dann ist er fertig. Aber es ist unkompliziert, es funktioniert sehr gut, man hat eine gute Qualität von Kobi, man hat sogar Ersatzteile. Und zwar hier einmal diese Achse. Und dieses runde Teil gibt es als Ersatzteile einfach mal so dazu, das muss man auch noch mal sehen. Und damit kann man das Ding empfehlen. Also natürlich ist das kein Sammlerobjekt. Obwohl auch auf der Verpackung lustigerweise draufsteht, Collect them all. Da sind sie wahrscheinlich bei Pokémon ein bisschen hängen geblieben. Aber trotzdem, als Spielset ist es super für ein kleines Geld. Dafür gibt es einen großen Daumen nach oben. Ich empfehle es euch. Kauft es euch gerne. Kauft es euch auch gerne beim Taschengelddieb. Da verlinke ich es euch nämlich auch, weil der hat die besten Preise bei diesen Sets. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch mal gerne einen Daumen nach oben da. Auch wenn es nicht das Megaset war, was ich vorgestellt habe. Lasst gerne ein Abo da. Lasst einen Kommentar da, wo ihr auch mal eure Meinung zu dem Set schreibt und wie ihr dazu steht. Und dann haut rein. Euer Krieg der Steine.